Mein Name ist Claudia Baumgart-Ochse vom Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt und ich stelle Ihnen heute einige der wichtigsten Thesen und Ergebnisse des Friedensgutachtens 2020 vor. Die Corona-Pandemie hält die Welt 2020 in Atem. Sie verschlingt ungeahnte Ressourcen, sie hat weitreichende Eingriffe in das gesellschaftliche Zusammenleben zur Folge und sie wird eine globale Rezession nach sich ziehen. Auch für die Friedens- und Sicherheitspolitik zeichnen sich schon jetzt schwerwiegende Erschütterungen ab. Die Pandemie verstärkt bestehende Konflikte und humanitäre Notlagen. Zugleich geraten andere globale Risiken und Krisen im Schatten der Pandemie aus dem Blick, aber sie verlieren nicht ihre Brisanz und Gefährlichkeit. Beispielsweise der Klimawandel, die Einschränkung bürgerlicher Rechte, ein drohendes Wettrüsten im Cyberraum, die Rivalitäten der Großmächte und die Zunahme rechter Gewalt. Das Friedensgutachten 2020, das sich diesen Risiken für den Frieden widmet, richtet deshalb einen eindringlichen Appell an die Europäische Union, angesichts dieser Krise Verantwortung zu übernehmen. Mit dem Titel des Friedensgutachtens »Im Schatten der Pandemie – Letzte Chance für Europa« hebt das Gutachten hervor, dass sich das europäische Projekt, das ohnehin geschwächt ist, durch den Brexit und den Rechtspopulismus in vielen Ländern, am Scheideweg befindet. Ausgerechnet der Kampf gegen ein Virus, das sich mit ungeheurer Geschwindigkeit über den gesamten Globus verbreitet, wird vor allem mit den Mitteln nationaler Politik geführt. Geschlossene Grenzen, nationale Alleingänge, Konkurrenz um Schutzkleidung, medizinische Instrumente, Medikamente. Die Corona-Krise, sie hat eine Tendenz verstärkt, die schon seit längerem zu beobachten war. Statt multilaterale Zusammenarbeit zu suchen, gehen Staaten allein vor. Doch die EU und ihre Zusammenarbeit muss gerade jetzt gestärkt werden. Für die langfristige Bewältigung der ökonomischen und sozialen Folgen der Pandemie werden europäische Programme und Maßnahmen nötig sein. Das europäische Konjunkturprogramm weist in die richtige Richtung. Doch es muss auch darum gehen, die EU in ihrem Selbstverständnis wieder auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Es bedarf eines strategischen Diskurses über nicht hintergehbare Normen innerhalb der EU, gerade was Rechtsstaatlichkeit, Bürgerrechte und Demokratie angeht. Als äußerst problematisch kritisiert das Friedensgutachten, dass das Friedensprojekt Europa ausgerechnet über europäische Rüstungskooperationen gestärkt und die Schwelle für Rüstungsexporte aus EU-Ländern in Kriegsgebiete herabgesetzt werden soll. Dennoch, für die internationale Politik ist ein handlungsfähiges Europa wichtiger denn je. Die EU droht zwischen Großmachtrivalitäten, Stichwort USA, China und auch Russland, und Partikularinteressen der Länder zerrieben zu werden. Selten ist die Notwendigkeit multilateraler Zusammenarbeit deutlicher hervorgetreten als in Zeiten der Corona-Pandemie. So gilt es für Europa, sich gegenüber den USA, China, aber auch gegenüber Russland als ein handlungsfähiger Akteur zu positionieren, um internationale Abkommen und Mechanismen zu stärken. Gerade China tritt als selbstbewusste Großmacht auf, was sich nicht zuletzt im ambitionierten Projekt der neuen Seidenstraße zeigt, entlang deren Verlauf China Investitionen tätigt, Handelsrouten sichert und politischen Einfluss festigt. Doch auch China, so argumentiert das Friedensgutachten, braucht nicht zuletzt für seine wirtschaftlichen Ziele eine internationale Rechtsordnung. Das sollte von der EU genutzt werden, um Gemeinsamkeiten auszuloten und Kooperationen anzustoßen. Vor diesem Hintergrund zeigt das Friedensgutachten 2020 die wichtigsten Entwicklungen und Trends im weltweiten Konfliktgeschehen und in der internationalen Friedens- und Sicherheitspolitik auf, die sich aktuell als Herausforderung stellen und die trotz der Pandemie nicht vernachlässigt werden dürfen. Die vielleicht bedeutendste Herausforderung ist der Klimawandel. Zwar gibt es laut Forschung keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen Klimawandel und Gewaltkonflikten, aber er ist ein Stressfaktor und der Klimawandel erhöht die Risiken für Konflikte, vor allem in jenen Regionen, die ohnehin schlechte Lebensbedingungen bieten und bereits konfliktträchtig sind. Es bedarf einer engen Abstimmung von Friedens-, Entwicklungs- und Klimapolitik, um unbeabsichtigte negative Folgen zu vermeiden. Eine zweite Herausforderung besteht im Schutz von Zivilisten in Konflikten.
Die Corona-Pandemie verschärft die globale Konfliktlage dramatisch, insbesondere im globalen Süden. Sie schwächt fragile Staaten und verschlechtert drastisch die Lage der Zivilbevölkerung in Kriegsgebieten sowie die Situation von Geflüchteten. Überall dort, wo viele Menschen auf engstem Raum zusammenleben, muss mit einer schnellen Ausbreitung des Virus, mit steigenden Opferzahlen und dem völligen Zusammenbruch einer ohnehin fragilen Ordnung gerechnet werden. Die EU-Staaten sind in der Corona-Krise mit sich selbst beschäftigt. Doch die Konflikte wie beispielsweise der Syrien-Krieg gehen unvermittelt weiter. Die EU sollte ihre humanitäre Hilfe verstärken und gerade angesichts der Krise auf eine politische Lösung von Konflikten drängen. Auch innerhalb der europäischen Grenzen bietet die Corona-Krise die Chance, mit starken und mutigen Entscheidungen ein humanitäres Zeichen zu setzen. Mithilfe massiver EU-Unterstützung für Griechenland sollten die völlig überfüllten Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln aufgelöst und die Flüchtlinge in sichere Unterkünfte auf dem Festland gebracht werden. Wie die Ereignisse nach der Ermordung von George Floyd in den USA zeigen, ebbt trotz Corona die Welle globaler Massenprotestbewegungen nicht ab. Eine weitere Herausforderung für den gesellschaftlichen und den internationalen Frieden. Vor allem im vergangenen Jahrzehnt sind Massenproteste weltweit stark angestiegen. Das Friedensgutachten richtet seinen Blick vor allem auf weltweite Proteste gegen politische Regime wie in Hongkong, in Chile oder dem Sudan. Solche Proteste und politischen Umbrüche können zum Aufbau einer freieren und gerechteren Gesellschaft führen. Aber sie können auch in politischer Instabilität oder in Gewalt münden. Der Bundesregierung fehlen momentan jedoch Leitlinien, wie sie auf Protestbewegungen und die von ihnen ausgelösten politischen Umbrüche reagieren soll. Bislang setzt sie in vielen Ländern auf Regimestabilisierung. Stattdessen fordert das Friedensgutachten, dass sie ihre Hilfe an eine Bedingung knüpft. Und zwar an die Bedingung, dass zivilgesellschaftliche Handlungsmöglichkeiten gewährt werden, in jedem Fall. Dies ist angesichts zunehmender Repression im Zeichen der Corona-Pandemie umso dringlicher. Im Schatten der Pandemie grassieren auch rechte und rechtsextreme Ideologien weiter. Sichtbar wird vor allem ihre enge Verzahnung mit Verschwörungstheorien, die verwendet werden, um Unterstützung zu mobilisieren und Migranten als vermeintliche Infektionsträger zu Sündenböcken in der Krise zu machen. Während die Zahl terroristischer Anschläge weltweit leicht zurückgegangen ist, aber noch immer besorgniserregend hohe Werte erreicht, haben Anschläge rechtsextremer Täter mit vielen Opfern zugenommen. Sie finden statt im Kontext sprachlicher Verrohung und offener Feindschaft gegenüber Minderheiten, den sogenannten Eliten und Altparteien und mit einer großen Skepsis gegenüber demokratischen Verfahren. Und sie sind eingebettet in einen grenzüberschreitenden Kontext rechter Ideologien, Netzwerke und digitaler Hasskulturen. Um ihre Dynamik zu brechen, müssen Staaten international kooperieren und rechtsfreie Räume schließen, in denen zur Militanz aufgerufen wird. Die Corona-Krise hat schwerwiegende Folgen für Frieden und Sicherheit weltweit. Das zeigt auch das Friedensgutachten 2020. Covid-19 trifft alle Länder, wenngleich unterschiedlich hart. Um Verwerfungen zu begrenzen, die Weltwirtschaft wieder anzukurbeln, Volkswirtschaften zu unterstützen und politische Folgen abzumildern, braucht es internationale Zusammenarbeit. Diese Option ist nicht aussichtslos. Denn globale Krisenerfahrungen erzeugen auch globale Solidaritätserfahrungen, die helfen können, Kooperation zu stiften. Die aktuelle Krise könnte deswegen die Stunde der Europäer sein, um sowohl innerhalb der EU als auch darüber hinaus Solidarität zu zeigen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.